Hey, yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht mit Leer, das Weihrauchstück des Hexenkönigs, den Krieg mit Isengard. So. Jetzt schauen wir gleich erstmal, ob die Aufnahme läuft. Dann machen wir den Save Stat. Nur für den Fall der Fälle, dass das schief läuft, aber bisher schaut es gut aus. Umschalten muss ich noch. Das kann ich eigentlich jetzt gleich machen. Genau. Passt, passt, passt. Okay. Haben wir gesagt. Safe Stat. Ja. Haben wir. Aber Mordor kriegt auf die Mütze, das ist gut. Ich kümmere mich, glaube ich, erstmal um das Land da hinten. Ja. Osgiliath. Oh, ich habe Geld. Das heißt. Demnächst, noch nicht in dieser Runde, aber ab nächster Runde, kann ich Zeug ausbilden. Ha! Und Dinge bauen. Sehr schön. So, Saruman braucht definitiv ein paar mehr Soldaten hier in seiner kleinen Armee. Runter darüber. Passt, passt, passt. Mal sehen, ob ich das alles so verteidigen kann, wie ich mir das vorstelle. Der rennt rüber. Die gehen dahin. Okay. Die Grenzen sind so weit, so dicht. So dicht es halt geht. Ah ja, hier ist noch genau. Ich glaube, ich muss nach unten rotieren. Dorthin. 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 Und dorthin. Ist nicht perfekt, aber es müsste passen. So, der geht dahin, der geht dahin. Der da, der da. Los geht's. So, wenn ich das alles jetzt schaffe, ist Mordor Toast. Sind die weg. Weg vom Fenster GG und tschüss sind sie dann. Dann hoffen wir einfach mal als Beste. 20, gut. Aus Gilead sollte ziemlich einfach werden. Gucken wir mal. Dann sehen wir schon. Ich renne jetzt einfach mal hoch, töte alles und gut ist. Ist auch ein ganz guter Plan, oder? So. Ja, das Auge beobachtet sie und er beobachtet sie. So, das heißt, doppelte Beobachtung. Passt. Ich glaube, die Seite ist stärker, weil hier gibt es 1, 2, 3 Vorposten und zwei Gasthäuser? Ein Gasthaus? Na ja gut, ein Gast. Ne, da waren noch mal zwei. Hier ist eins. Okay, nur ein Gasthaus. Aber halt drei Vorposten. Und hier hat's ein Vorposten, zwei Vorposten. Ein Gasthaus. Zwei Gasthäuser. Ich glaube trotzdem, dass die rechte Seite stärker ist, weil ein Vorposten ist schon sehr stark. Naja, das. Also das ist schon gewonnen dadurch, dass ich da einfach nur durchrennen kann. Ein paar der Truppen sind sogar Stufe 5 und ausgerüstet, also da ist gar kein Problem. Stufe 4. Das passt. So. Die Bogenschützen versterben auch. Sehr gut. Dürfte passen. Verlauft euch nicht. Also er bildet schon sehr gut aus, ne? Aber es wird nicht reichen. So einfach ist das, es wird nicht reichen, obwohl er da wirklich eine ganze Menge hat. Na, die Einstellung. Faulen Säcke.
Fleißige Säcke habe ich auch noch nie gesehen, ne? Ich glaube, fauler Sack heißt so, weil der Sack halt nur rumsteht. Ja, ich denke, das ist der Sinn dahinter. Kommen noch mehr Truppen. Also der muss drei Kasernen und so ein Dings haben. Das ist schon eine krasse Produktion. Aber auf lange Sicht schafft er das nicht. Spätestens wenn ich den Lurz auf Blutbad stellen würde. Muss jetzt aber nicht sein. So. Ganz gechillt. Können wir jetzt ein bisschen was ausbilden. Schauen wir mal. Oh. War ja klar. So. Na, werden sie auch. Irgendwann. Uruks. Ich frage mich, ob jemals jemand diese Fähigkeit, dieses Blutrünstig, benutzt hat. Ist doch totaler Schwachsinn. Ist eigentlich wie ein teures. Wie ein Pol. Naja. Wisst ihr was? Das probiere ich jetzt gleich. Pass mal auf hier. Ich probiere das jetzt. Boden. Oh mein Gott. Ich will das mal wissen. Aber dazu bräuchte ich Uruks. So. So, hier kommen jetzt die Uruks raus. Und dann mache ich jetzt blutrünstig auf die. Und das will ich jetzt mal wissen. Geht nicht? Ja, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Aha. Sehr interessant. Das geht gar nicht. Das wundert mich jetzt aber schon ein bisschen. Das ist ja mal seltsam. Also Uruks können keine Uruks umbringen. Aber vielleicht geht ja was anderes. Weiß ich nicht. Schauen wir mal, ob das mit der Clanhütte geht. Das interessiert mich jetzt einfach. Ich will das jetzt wissen. So, also probieren wir es einfach mal aus. Das will ich jetzt wissen. Sobald die Clanhütte halt fertig ist, ne, das dauert gerade noch ein bisschen. So, einfach bauen, ist egal. So. Einfach mal alles rausschmeißen. Geht auch nicht. Einen verbündeten Urukai auszuschalten. Aber das klappt nicht. Um Erfahrung zu sammeln. Klicken, anschließend auf die gewünschte. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Wozu ist denn diese Fähigkeit da, wenn es nicht geht? Kann mir das mal jemand erklären? Also ich klicke hier drauf. Muss ich vielleicht. Ah, das geht. Die können das jetzt machen. So, mal sehen, ob sie dadurch ganz hoch leveln. Wenn, dann wäre das ja noch halbwegs in Ordnung. Okay.
Und geht genau auf. Also man kann die so leveln, aber naja. Warum können die jetzt nicht angreifen? Also ganz verstehe ich das noch nicht. Das scheint ein bisschen schwieriger zu sein. Aber na gut. Wie auch immer. Also manchmal geht's, manchmal nicht, ist halt irgendwie zufällig. Ja, jetzt gibt er mir die. Ich werd nichts mehr. Okay. Aber ich konnte gut ausbilden, das ist auch in Ordnung. Naja, aber die werden immer fertig. Nein, aber ist in Ordnung. Das haben wir gewonnen. Das war easy. So, wo müssen wir noch hin? Armansul. Okay, das wird nicht ganz einfach. Das da schaffen wir doch. Oder? Nur ein Saurons Mund. Wir greifen da an. Ist das Angmar? Nee, nicht ganz. Obwohl, könnte es sein. Nee. Ich bin mir nicht sicher. Könnte aber sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich gewinnen muss. Das ist alles. So. Demütigen, wohl eher vernichten. Wie ich die Trolle hasse. So nervig. Nein. Und was nehmen die denn Schaden? Ach, die greifen sich gegenseitig an. Na super. Könnten die irgendwann noch wieder aufhören? Mit so einer schwachsinnigen Aktion. Danke. Ja, dann wühl mal. Oder wüte oder was auch immer. Was machen die denn? Okay, die sind da irgendwie festgefahren. Ganz geil. Schnecken sollen sich beeilen, ob das funktioniert. So. Irgendwo muss der doch noch einen Baumeister oder was haben. Oder ein Gebäude zum Ausbilden. Ah, da oben. Mach kaputt, tötet den Baumeister. GG. Ja, also, das war wirklich geschenkt. Ich glaube, so langsam schaffen wir es. Dann fehlen nur noch die Elben. Ich bin gespannt. So, sicherheitshalber mal ganz kurz abspeichern. Nur nicht den Safe Stat. Das wäre nicht gut. So, wo müssen wir jetzt noch kämpfen? Hier die? Ist nicht da unten noch irgendwo so easy? Da, hier. Festung. Ja, wird ein bisschen dauern, aber das kriegen wir schon hin. Das wird schon irgendwie. Oh, das ist die Karte. Habe ich letztens erst ein Video gesehen von. Mit Millionen Festungen drauf. So. Ja, angeblich weißt du das. Ein wilder, toter Höhlentroll. Wild und tot. Ah, ich habe Berserker. Eine. Und tot.
Ah, das ist sehr gut. Das ist immer gut. Sterben, das ist super. Er kennt einen Weg. Es wird nicht der Weg der Jedi sein, das ist schon mal klar. Aber gut. Ja, hört auf seine Worte. So, die Gebäude nehme ich mir natürlich ein, ne? Die braucht's. Holen wir uns, was wir uns holen können. Ich frage mich, warum Ork ein Gasthaus kennt. Wahrscheinlich, weil er da nie rein darf. Wie in so ein Club, wo er nicht reinkommt, weil er hässlich ist. Oh, Orktis! Ah, schaut's mal an. Ein Blödkopf-Troll. Na gut. Dann hauen wir den Troll mal weg. So. Und dann bauen wir mal. Was geht denn da ab? Was macht denn der da? Boah, wenn der das schafft, Mann. Nice! Ja, Berserker sind so abartig krass drauf. Der Feind ist tot. Tot ist er. Ja, noch nicht ganz. Aber fast. Fast tot. Ja, die Wahrheit, genau. Du wirst die grillen, meinst du? Weghauen, kaputt machen. Ja, das war auch nicht schwer. Also ich muss mich hier ein bisschen aufteilen. Aber das hilft jetzt alles nichts, ne? Ich muss tun, was ich tun muss. Warte mal, vielleicht soll ich die Dinger einfach kaputt ballern. Sind sie das? Das halte ich für ein Gerücht. So. Schauen wir mal. Ja. Oder auch nicht. Was kommt denn da jetzt schon wieder an? Ja, die sollte er ja vernichten. Ich habe Angst. Blöder Höhlentroll. Die greifen so einiges hier an und machen mir richtig Stress. Na, kannst du bitte nicht so rum dahin laufen? Danke. Lang halten die das wahrscheinlich auch noch mal durch. Aber das sehen wir jetzt gleich. Ja, vielleicht überleben sie es doch. Da unten ist er noch nicht angekommen. Das ist gut für mich. Ja, jetzt ist er groß genug, nachdem mir das Zeug zerstört wurde. Habe ich das Gasthaus immer noch nicht zerstört? Oh je. Ja, das sollen sie eben nicht tun. Aber es läuft eigentlich ganz okay, würde ich mal sagen. Wo? Mann, ist das nervig. Also die sterben hier, weil er mich wirklich überrennt. Böse wie er ist. Das Schöne ist, ich baue jetzt hier hinten noch eine Rüstkammer.
Und baue halt einfach weiter Schmelzöfen, ne? Gut ist. Aber ich hätte nie gedacht, dass man so viele Gruben bauen kann mit dem Urux. Das ist schon sehr heftig. Ja, aber das passt schon. Da oben kommen sie auch. Naja. Lassen wir sie mal. Viel Holz gibt's hier nicht. Da hat's ein bisschen was, aber. Also Holz ist hier Mangelware. Schauen wir mal. So, schauen wir mal. Ups, das war ein Missklick. Naja, eine wird schon reichen. Eine Schmiede. Das habe ich zerstört, das habe ich zerstört, das gehört noch mir und das ist jetzt dann auch bald zerstört. Das ist schön. Dann bauen wir doch mal Bannerträger, oder? Die Festung des Gegners. Na dann. Die machen wir auch kaputt. Kann ja so schwer nicht sein. Oh ja, das sollten wir verhindern, das stimmt. Das ist sehr schön. Gute Frage, nächste Frage. Doch, das sollten wir können. Auch das ist schön, aber ich habe gar kein Geld. Blöd sowas. Er gibt auf. Na dann. Naja, kein Geld mehr, ne? Wie immer. Aber das ist egal. Also ich glaube, langsam haben wir dann gewonnen hier den Ringkrieg. Wird nicht mehr lange dauern. Dann gehört Mittelerde uns. So schaut's aus. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Thank you.